Willkommen zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go und morgen ist immer noch der Drassler Community Day und morgen soll auch immer noch das X-Ray-Video von gestern kommen, aber Niantic haut schon wieder irgendein Event raus, irgendeine Info, deswegen wollen wir kurz einen Sprung machen dazu, denn ein besonderes Geschenkevent beginnt am 5. August. Ihr müsst jetzt mal in euer Handy reingucken, da habt ihr die Benachrichtigung sicherlich bekommen. Was gibt es Besseres mit Freunden? Gibt es etwas Schöneres als Geschenke, um ihnen eine Dankbarkeit zu zeigen? Vom 5. August bis zum 19. August, jeweils 22 Uhr, unsere Zeit. Alle Eier, die du während des Events aus Geschenken erhältst, schlüpfen bereits nach 2 Kilometer und sehen aus wie 2 Kilometer Eier. Aber keine Sorge, Trainer, die Pokémon, die aus ihnen schlüpfen, sind die, die normalerweise in 7 Kilometer Eiern auftreten. Egal, ob sie während oder nach dem Event ausgebrütet werden oder schlüpfen. Während des Events erhöht sich die Anzahl der Geschenke, die du täglich öffnen kannst, auf 30. Bisher könnt ihr 20 Geschenke öffnen, während des Events also dann 30. Und so könnt ihr viel besser aufsteigen mit euren Freunden, könnt mehr öffnen, habt mehr Möglichkeiten. Während des Events erhöht sich auch die Anzahl der Geschenke, die du in deinem Beutel haben kannst, auf 20. Bisher war es ja am Anfang so, ihr hattet 5. Dann hattet ihr mittlerweile 10 und jetzt könnt ihr also 20 Stück im Event tragen und dann versenden an alle eure Freunde. Mit etwas Glück kannst du ein schillerndes Mobile ausbrüten. Richtig genial, also Niantic, die melkt da wieder die Geldmaschine, denn alle gehen los, alle kaufen sich Brutmaschinen, weil in 2 Kilometer schlüpft jedes Ei, jedes 7 Kilometer Ei, wo die ganzen Babys drin sind, die ganzen Alola-Shinies, die ganzen Baby-Shinies, jetzt eben auch Mobile in seiner schillernden Variante. Niantic zeigt euch einfach, es wird nie langweilig, die setzen immer einen drauf, immer ganz unerwartet, kaum ist das eine vorbei, kommt das nächste, Shiny Rayquaza auch noch da, Drassler Community Day auch noch da, das Suicune Raytag kommt auch bald, also ihr seht, da ist immer was los, Niantic hat euch immer was zu bieten. Freut ihr euch schon auf das Freunde-Geschenke-Event? 20 Geschenke im Beutel, 30 Geschenke täglich öffnen, schillerndes Mobile, das Baby vom Mogelbaum. Wir sind auf jeden Fall wieder gehypt, sind dran, wir werden da ganz viel brüten. Das weiß ich jetzt schon, ich brüte in letzter Zeit ja eh immer nur die 7 Kilometer Eier aus. Jetzt sind es also dann 2 Kilometer Eier und mal gucken, vielleicht kriegen wir auch die restlichen Babys noch, die uns jetzt auch fehlen, bei dem Event. Vielleicht sind die allgemeinen Raten auch erhöht, wir werden es sehen. Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß weiterhin noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.